mir steht Steffen Schwarzlose und bitte erzähl doch mal, wie du das heute empfunden hast. Ja, also erstmal noch recht herzlichen Dank an dich, Mario. Fantastisches Seminar, habe so viel lernen dürfen heute. Von den Texten her, also wie man richtig textet, wie man die Ideen, wie man den Ablauf macht. Fantastische Geschichte, kann ich nur jedem empfehlen. Was mir besonders gut gefallen hat, ist diese praxisnahe Arbeit, die wir da gemacht haben. Wenn man eine Frage hatte, hast du nicht nur gesagt, könnte man so und so machen, sondern du hast auch gleich ein Beispiel gegeben. Und da konnte man das sehr gut gleich alles auch für sich selber umsetzen. Das hat mir sehr gut gefallen. So, neben mir steht der Jonas und auch ein Teilnehmer vom Power Workshop Verkaufstexten. Und Jonas, erzähl doch mal kurz, in welchem Bereich du tätig bist. Ich bin im Flirt- und Dating-Bereich tätig und habe da gerade ganz frisch ein Komplettset, das heißt E-Book, Hörbuch etc. etc. geschrieben, veröffentlicht und dafür war das jetzt hier optimal. Sauber, schön, danke schön. Was hast du dir mitgenommen aus dem Workshop? Vor allen Dingen ging es mir darum, meinen Text, den ich schon hatte oder den ich selbst entwickelt hatte, den ich geschrieben hatte in den letzten Tagen, nochmal zu optimieren. Und das haben wir auf dem Workshop richtig gut hinbekommen. Und der Workshop hat mir dafür genau die richtigen Anstöße gegeben, die ich jetzt in den nächsten Tagen split-testen werde, die ich einfach ausprobieren werde. Und ich habe einfach so krass viele neue Ideen bekommen, habe richtig coole neue Menschen kennengelernt. Es gab richtig gutes Essen und es hat einfach mega viel Spaß gemacht, hier mitten in Berlin-Neukölln irgendwo so underground im Ghetto irgendwo unterwegs zu sein und dabei auch noch was zu lernen von Mario, den ich als Werbetext auf jeden Fall definitiv weiterempfehlen kann. So, ja, neben mir die Karin und auch die Frage an dich, Karin, wie hast du es heute empfunden? Was ist konkret hängen geblieben am Workshop? Also für mich war das ein ganz toller Tag. Ich habe sehr viel Klarheit gewonnen. Ich habe sehr viel vorbereitet, um einfach gut heute vorbereitet anzukommen und das meiste mitzunehmen, weil ich mich vorbereitet habe. Und ich habe heute einfach einen besseren Fokus bekommen. Ganz viel Input von den anderen und so viel mitgeschrieben, was ich mitschreiben konnte. Und jetzt ist einfach die Frage setzen lassen, sortieren, neu gucken und sehr zielgerichtet einfach weitermachen. Okay. In welchem Bereich bist du denn tätig? Also ich bin im Bereich 50 Forever tätig. Das heißt, ich bin selber die Zielgruppe, weiß, was in der Zielgruppe Thema ist und habe Lösungen für diese Zielgruppe auf unterschiedlichen Gebieten. Und diese Lösungen sind All-in-One-Lösungen. Einfache, schnelle Abkürzung, eigentlich die eierlegende Wollmilchsau. Okay. Man so ein Newsletter schreiben kann, wie so die Headline ist und sitzt dann da Stunde über Stunde und habe zwei, drei aufgeschrieben. Und Mario sagt jetzt zur ganzen Gruppe, jetzt lass uns mal überlegen, was wir jetzt am besten machen für eine Headline. Was ist denn jetzt hier das Gefühl bei dem Kunden? Über Gefühle beim Kunden habe ich ehrlich gesagt noch nicht so... Okay, du meinst The Game, also du meinst tatsächlich den Workshop letztlich. Genau, also das genau. Diese Gruppendynamik zu nutzen. Okay, die Gruppendynamik. Und plötzlich sitzen neun Leute da und ich habe neun Headlines, die ich alleine nie gefunden hätte. Also das hat mir am besten gefallen. Sauber. Schön, das freut mich sehr. Vielen Dank. Ja, Mario, ich muss sagen, ich war eigentlich mehr als überrascht. Obwohl ich schon ein bisschen damit gerechnet habe, weil ich ja den E-Book schon ein bisschen durchgearbeitet habe, dass es sehr interessant wird, dass es ans Eingemachte geht, was auch so war. Und du hast nicht übertrieben mit deinen Aussagen, ich muss sagen, du hast schön auf den Punkt gebracht und das Gesamtpaket an sich, muss ich sagen, war mehr als gelungen. Naja, die Headline Creation, muss ich sagen, die waren schon, da ist schon einiges rübergekommen, mit dem ich was tun kann. Danke dir vielmals. Ja, gerne. Und kannst du auch ein Produkt nennen, also welches du vertreibst, irgendetwas Konkretes? Also ich habe ein Messsystem, was messen kann, wie unser Stoffwechsel arbeitet. Das heißt, wenn wir unseren Körper betanken, dann können wir Diesel oder Benzin reinfüllen. Und wenn wir Benzin reinfüllen, fährt es. Und wenn wir Diesel reinfüllen, haben wir beim Benziner haben wir ein Problem. Und das messe ich, wie schaut es in meinem Körper aus. Und dafür habe ich Lösungen entwickelt und eins der schnellsten Lösungen, wo du in 5 Minuten Einfluss auf eine positive Veränderung deines Stoffwechsels hast, das heißt ASEA. Und das ist ein absolutes Hammerprodukt und deswegen war ich heute hier, weil ich dort einfach noch besser und noch fokussierter diese Botschaft weitertragen möchte. Okay.
Der Tag war auf jeden Fall sehr, sehr intensiv. Da würden mir spontan ganz, ganz viele Kleinigkeiten einfallen. Wenn ich gerade den Workshop so ein bisschen Revue passieren lasse, also wir haben angefangen, erstmal eine ganz, ganz harte Kundenanalyse nochmal zu machen und zu schauen, okay, was sind eigentlich die Probleme von meinen Kunden, und uns da wirklich über ein konkretes Kundenprofil klar zu werden, weil das war genau mein Problem. Ich hatte nämlich mehrere Kundenprofile und habe das jetzt quasi auf eins geeicht. Cool. Und das hat mir auf jeden Fall richtig krass viel weitergeholfen einfach. Und ja, auch die weiteren Inhalte, mega, mega geil. Und ich persönlich finde einfach, dass, also ich war auf vielen Workshops in der Art schon vorher, Internet-Marketing-Kongress, ich will die gar nicht irgendwie alle jetzt aufzählen, aber ich kann einfach nur sagen, dass zu dem Preis, das hier zu bekommen, also ganz ehrlich, Mario, wenn du in Zukunft so einen Workshop nochmal anbietest, dann solltest du doch wenigstens auch das Geld dafür nehmen, was das wirklich wert ist. Und ich muss sagen, neben mir steht der Frank, der locht sich die ganze Zeit schimmelig. Ja, ich war ja jetzt sehr mit dieser Organisation des Supper Clubs ein bisschen beschäftigt, so im Hintergrund. Das habt ihr vielleicht alle nicht so richtig gemerkt, aber ja, es ist ja doch, hast ja gesehen, einiges zu tun hier. Ein Aufwand, ja. Und was ich also jetzt besonders toll an dem Workshop fand, waren also diese 10 Fragen, die du uns gestellt hast. Wie waren die nochmal? Die 10 Kundenfragen. Die 10 Kundenfragen, also wie man sich orientiert an seinem Kunden. Ja? Zielkundenanalyse. Und das fand ich, ja, da, ich habe ja mein Produkt irgendwie schon so im Kopf und was ich da machen möchte. Und da ist mir so richtig klar geworden, okay, wenn ich die Fragen richtig beantworte, dann, ja, bist du drin, dann bin ich drin in der Nummer. Ja. Du hast auch fleißig geschrieben. Das hat man, ich habe ordentlich was geschrieben, ja, ich kann das kaum noch lesen, weil ich auch nur noch so... Sorry, es ist die Wahrheit. Ja, okay. Das ist die Wahrheit. Und war ja ein Testversuch. Erstmal gucken. Ja, und kommt da. Genau. Okay, schön. Ja, also grundsätzlich wird da mit Sicherheit nochmal 2 Tage sein, einfach weil der Input zwar gut war, aber ich glaube, dass es mit 2 Tagen besser ist. Da kommt mehr an bei den Leuten. Ja, definitiv. Mehr Luft auch, dass am Ende nicht nach hinten raus so viel gedrückt werden muss, dass wir dann den Stoff durchkriegen. Ja. Okay, ich danke dir vielmals. Ich habe mich gerne richtig gefreut, dass du da bist. Danke.